Hallo Welt, da sind wir wieder. Man glaubt es kaum, in Gutshaus Grove haben wir den Größenbalken 5-mal entleert. 5-mal! Und wir können uns immer noch bewegen hier. Naja, jetzt mit der neuen Grafikkarte ist das kein Wunder. Aber ich glaube, wir hatten damals hier schon eher Probleme mit der alten Grafikkarte. Es regnet durch hier. Wow, hier haben wir aber auch gebaut. Mama mia. Da ist es mit uns durchgegangen, ganz klar. Die Hälfte hätte gereicht. Ach, die Hälfte, was sage ich denn da? Die Hälfte von der Hälfte hätte gereicht hier. Aber dafür ist es schön, aber sehr leer alles. Mhm. Ja, ich hätte gerne hier ein bisschen mehr. Also, dass die Siedler hier ein bisschen mehr machen, hätte ich ganz gerne. Man könnte von hier sogar darüber schießen. Bis aufs Schiff. Nur sieht man da keine Gegner. Keine Raider, die da sind. Ja, geheilt sind wir. Wir gucken uns nochmal die Kleidung an. Ah ja. Muss arbeiten. Keine Zeit zum Reden. Genau, ich weiß doch, wo du hingehst. Dann mach auch. Willst du nicht? Wir haben genug Treppen gebaut hier. Wir nehmen einfach diesen Weg. Haha. Das sind so viele optische Sachen auch nur, die wir hier aufgebaut haben. Schon. Aha, das geht ja schon fast in die Richtung Deko. Der Chill-Bereich. Ich müsste mir das mal angucken, wie viele Baufolgen wir hier hatten. Wahrscheinlich 100 oder so. Aber es ist tatsächlich so geworden, wie ich es mir gewünscht hatte. Nur etwas leer ist es. Hier mit den ganzen Einzelzimmern. Ja, wenn alle beschäftigt sind, dann nehmen wir doch unsere Kleidungsstücke, die ja scheinbar dann hier überflüssig sind in dieser Siedlung, nehmen wir die mit. Und dann geht's weiter zur nächsten Siedlung. Wobei wir ja ruhig auch ein bisschen Wasser noch mitnehmen könnten. Alles sogar mit Feuertreppe. Der Hausghoul. Sind alle zugewiesen. Was habe ich denn da in Erinnerung gehabt? Alles verbessert schon. Ach so, das sind die Waffen. Aber das ist doch abgenommen von jemandem, von einem Versorger, der zum Versteck des Mechanists gegangen ist von Nordhagen Beach. Kommt das denn hier rein?
Ah, sehr schön. Saubere Kleidung haben wir da noch verteilt, weil wir zu wenig Postbotenuniformen hatten, haben wir ja immer noch. Ja, und hier haben wir tatsächlich was vorbereitet. Greaserjacke und Jeans, Palettenkleid, zweimal rotes Kleid gepanzert und falscher Versorger. Von Oberland Station zum Versteck des Mechanists ist da gelaufen. Ich bin nicht sicher, ob das die Sachen sind für die Siedler hier. Nehmen wir doch mal mit. Falscher Versorger. So ist er rumgelaufen. Oh, das ist aber super lange her. Mal sehen, was... Schwer bepackt, Curry, hast du das wieder mitbekommen, ja? Mal sehen, wem wir hier noch was Gutes tun können, sonst sind wir nämlich gleich weg. Ach so, scheint wirklich Wasser. Was zu werden. Nach Wasser können wir ja mal gucken. Ja, das ist gut. Das funktioniert hier wenigstens in dieser Siedlung. Aber fünfmal den größten Balken und wir wundern uns, dass nichts mehr funktioniert hier. Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Ach, guck. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ja, jetzt ist zu spät. Ich muss passen. Okay, entschuldige mich. Okay. Mein Rücken tut weh, meine Füße tun weh, alles tut weh. Ei, 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 alles tut weh. Nee, so viele Flanellhemden und Jeans haben wir auch nicht hier. Ich weiß nicht, scheinbar funktioniert hier alles wieder. Die Ärztin funktioniert auch wieder. Die Leute machen tatsächlich das, was sie machen sollen. Hi. Suchst du was zum Anziehen? Ja, ich schau mir mal dein Angebot an. Klar, ich schau's mir an. Hier ist mein Angebot. Nö, sie hat immer noch unser Wasser. Ja, dann geht's weiter. Ich würde hier vom Schwimmen abraten. Das Wasser ist ziemlich kalt und verstrahlt und voller Feinde. Schwimmen ist also keine gute Idee. Okay, Curry. Vielen Dank für die Warnung. Ja, und wir sind wieder weg, ja? Ja, wir wollten ja nach Tüfteltom. Kommen wir denn da gut hin von hier? Keine Ahnung, wie viele Blasen ich habe. Ich weiß es, aber ich sag's dir nicht. Kennst du die Farm, die von Ghulen bestellt wird? Sag ich nicht. Wahnsinn, oder? Mit der Ernte läuft es ziemlich gut. Das ist aber ziemlich gut. Ein weiterer Tag an deiner Seite. Fünfmal den Größenbalken, ich fass es nicht. Ich komme gar nicht drüber weg. Aber dafür haben wir alles hier gebaut. Hier haben wir so eine Umkleidekabine gebaut wieder. Da ist sogar so ein kleines Restaurant hier. Ach so, die Karte brauchen wir einmal. Hier summt doch was. Ach so. Kein Wunder. Die Karte. Libertalia, Nordhagen Beach. Da, ich glaube, wir haben zwei Siedler nach Nordhagen Beach geschickt. Ja, so werden wir vorgehen. Wir schwimmen hier rüber. Oh, dann müssen wir doch durch Libertalia. Naja, das wäre der kürzeste Weg. Oder wir gehen wieder außen rum, aber... Ja, wir sind so oft außen rum gegangen. Ich glaube, wir schwimmen mal. Da müssen wir uns aber in Libertalia wahrscheinlich rumbalgen mit den Raidern. Ja. Munition haben wir dabei, Waffen haben wir dabei, getrunken haben wir jetzt zwar nichts, aber Essen haben wir auch dabei, also. Das dürfte kein Problem sein. Hier liegt Plastik einfach so rum.
Vielleicht haben die Sons, die da waren, ja schon aufgeräumt. Nur Leichen hinterlassen. Früher genau, früher waren hier doch immer die Bruderschaftler, aber die gibt's ja nicht mehr. Die haben sich doch ständig mit denen da gebalgt. Eine Kerze. Freund oder Feind? Devil Aggressotron? Ach, sind das Rust Devils? Protectron? Ja, scheint so. Rust Devils. Geben Sie sich zu erkennen, Eindringling. Bleibt sie fertig zu machen. Wow, der hält aber was aus. Das gibt's doch gar nicht. Welche Stufe hat er denn? 217. Ah. Deshalb vielleicht. Ist das ein gutes Versteck, Curie? Bist du dir sicher? Jetzt mal nicht so zimperlich hier. Irgendwann wirst du nachladen müssen, Arschloch. Sollte sich darum nicht ein Leichenbeschauer kümmern? Ja, genau. Mini-Atombombe. Gut, dass der nicht mehr schießen konnte. Dein Zeug ist den ganzen Aufwand hoffentlich wert. Psst. Du hast dich verraten. Selber schuld. Jetzt hör auf zu zappeln. Du hast es geschafft. Ach, du bist es gar nicht. Psst. Willst du etwas von mir? Ach, du bist das. Du zappelst dir rum. Nein, nein, schon gut. Danke, Curie. Wie aufmerksam. Okay, ich hab die Schere, Curie. Weiter geht's. Alles so am Leuchten. Oh, da sind ja doch welche. Oh, tut mir leid. Aber wir wollen da vorbei. Ein legendärer. Welcher Stufe sind die denn? Stufe 1? Na, auf jeden Fall nicht auf 217. Ah, da läuft ja einer. Zeig dich. Stufe 39, aha. Oh, das wäre gut, wenn die jetzt alle dahin laufen würden. Und die dann alle auf einem Haufen liegen. Das wäre echt prima. Dann brauchen wir nicht so weit zu laufen, um die Sachen zusammenzusuchen. Boah, wir müssen ja auch nicht alle jetzt. Na, vielleicht doch. Müssen wir doch alle jetzt erwischen.
Von hier scheint es aber ziemlich gut zu gehen. Wo sind wir denn hier? Bis jetzt hat uns keiner entdeckt. Ja, sonst haben sie uns immer entdeckt. Oh nein, ins Wasser. Aber ein Augapfel liegt noch da. Den können wir nachher plündern. Müssen wir uns nur schön merken. Oh, da sind noch mehr. Da sind ja auf dem ganzen Boot, da sind ja noch so viele. Aber wie gesagt, wir müssen ja nicht unbedingt alle erledigen. Es könnte aber oben noch ziemlich viel zum Mitnehmen liegen. Ist doch langweilig, wenn wir die jetzt alle hier snipern und eine Stunde warten hier. Wir gehen mal rüber, Curry. Oh, das war Lucas Miller nicht, oder? Nein, was soll der denn hier machen? Das Ding ist zu laut. Oh nein, jetzt sehen wir nichts mehr. Oh. Wir haben noch Nachtsicht hier. Oh, wir sind versteckt. Denk an den Augapfel. Ja. Da ist er. Ah, das ist ein Stück vom Kiefer oder so. Aber wir kommen nicht dran. Oh nein! Hat sich aufgelöst vor unseren Augen. Wir waren zu langsam. Da sind die ganzen Augäpfel. So gut gerüstet. Oh yeah, erschütternd, Vorschlaghammer. Chance auf Taumeln bei Treffer, aktuelle Mods Standards. Schaden 739, Geschwindigkeit langsam, Gewicht 12 Pfund, Wert 200, das nehmen wir mal mit. Ich kann nicht, wenn ich so etwas liegen sehe, dann muss ich dahin und das nehmen. Ich kann nicht anders. Schön. Curry, dass du das immer so alles mitbekommst, was wir da machen. Wir nennen dich ab heute das Auge, ja? Curry ist das Auge. Du bist das Auge, Curry. Da, die haben auch so gebaut. Zack. Einfach so eine Stütze dahin. Ach so, das ist so ein Zelt, Raider-Zelt. Darf ich mal, Curry? Wir nennen dich ab heute... in der Türsteherin, ja? Die in der Tür steht. Das Auge, Curry. Das Auge war gut. Passt doch zu dir. Oh, wir leuchten ja die ganze Zeit. Oh, hier kann man so viel einsammeln. Ich glaube, man kann hier so selten schlafen gehen. Einfach die Matratze hier umkippen und sich drauflegen. Geht das nicht? Geöffnet... Weiß ich nicht. Steckt da einer drin? Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben wir da stehen lassen mal. Nein, das bewegt sich, das Ding. Es ist etwas in der Nähe. Identität unbekannt. Schade, dass wir die immer erst kaputt schießen müssen. Wow, der ist gut. Wow, da fliegt schon. Ich glaube, das geht ins Auge. Nein, ins Wasser. Okay, wir hatten Glück. Warum schießen wir denn damit und nicht hiermit? Ach so, wegen Nacht und so. Das sind Vögel, die kippen nicht um. Hast du das gehört?
Einer müsste noch da sein. Hoffentlich schnappt er sich nicht den Fatman. Das war, glaube ich, sogar so ein Vierfach-Fatman. Dass die uns nicht sehen? Naja, wir sind total weit weg. Kein Wunder. Nö, nö, wir gehen weiter, Curry. Schon gut, du brauchst da oben nicht zu gucken. Oh, wir gehen weiter in der nächsten Folge, sehe ich gerade. Jetzt sind wir gerade so schön dabei. Ja, aber... in der nächsten Folge. Dann können wir in Ruhe plündern hier. Dann haben wir alle Zeit der Folge, der nächsten. Hier können wir auch nicht schlafen gehen. Voll schade. Ja gut, dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.